Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Alternativen zum Frühstücksbrötchen. Wir machen heute ein Apfelporridge und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich bin eigentlich gar kein Fan von Porridge. Mich erinnert das immer so ein bisschen an Haferschleim, so wie wir das früher als Kind manchmal essen mussten, wenn wir krank waren. Aber meine Tochter liebt das total und die macht sich das ganz oft morgens natürlich im Thermomix. Und dann liegt es nahe, dass ich euch einfach auch mal ein Rezept hier vorstelle aus unserem Wunderkesselforum. Apfelporridge brauchen wir natürlich Äpfel. Zwei habe ich euch schon mal geviertelt. Die kommen hier in unseren Kessel und Zitronensaft muss ebenfalls rein. Davon 20 Milliliter oder eben 20 Gramm, wenn ihr das Ganze direkt im Kessel abwiegt. Das Ganze zerkleinern wir jetzt 4 Sekunden auf Stufe 8. Dann schieben wir das mit dem Spatel nach unten und weil erfahrungsgemäß noch nicht alles immer so klein ist, wie es sein sollte, schreddern wir das nochmal 2 Sekunden, ebenfalls auf Stufe 8. Wir schieben das Ganze wieder mit dem Spatel nach unten und geben die weiteren Zutaten hinzu. Und zwar 700 Milliliter Milch. Da nehme ich Magermilch. Natürlich kann man auch Vollmilch nehmen, aber es soll ja jetzt nicht nur ein gesundes, sondern auch ein leichtes Frühstück sein. Magermilch, es ist 1,5%, ne? Das heißt bei mir so. Haferflocken kommen rein und zwar sind das die zarten Haferflocken, davon 160 Gramm. Und um das Ganze zu süßen, nehmen wir Agavendicksaft, davon dann 30 Gramm. Das Ganze wird jetzt gekocht bzw. erwärmt, gekocht wird es nicht, denn wir gehen nur auf 90 Grad. Und zwar für 12 Minuten auf Stufe 1 im Linkslauf. Zwölf Minuten hat es jetzt gedauert, bis das Porridge fertig ist. Natürlich perfekte Zeit morgens, um sich ganz schnell noch fertig zu machen, die Haare zu kämmen und den Bart zu stylen. Währenddessen bereitet der Thermomix unser Porridge vor. Aber ich bin mal gespannt, ob es mich überzeugen kann, statt meines Salami-Brötchens morgens jetzt Porridge zu essen. Ich bin sehr gespannt. Bisher war das noch nicht der Fall. Es ist einfach nicht meine Frühstückskonsistenz. Aber man kann es ja auch so essen, ohne das zum Frühstück. Man kann es ja auch mittags essen oder als Dessert oder wann auch immer oder wenn man krank ist. 4 Portionen bekommen wir aus dem Kessel raus mit dem Rezept, das ich euch jetzt vorgestellt habe. Muss man halt dann auch warm servieren und entsprechend. Viele Leute haben dieses Essen und finden es gar nicht schlecht. Nee, das ist wirklich nicht schlecht. Also dadurch, dass die Äpfel jetzt relativ sauer waren und das Ganze mit dem Agavendicksaft jetzt nicht zu süß ist, ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Was mit Sicherheit für das Porridge spricht, das ist wirklich ein toller Lieferant für Magnesium, für Eisen, für Mineralstoffe und außerdem eine super Proteinbombe. Also ist mit Sicherheit mal eine Überlegung wert, das als Brötchenalternative morgens zuzubereiten. Ich bin gespannt, wie ihr das findet. Macht ihr morgens Porridge oder so Zeug irgendwie im Thermomix oder seid ihr auch eher die klassischen Brötchen oder Broteesser oder frühstückt ihr gar nichts? Macht ihr euch einen Smoothie, nehmt euch den mit auf die Arbeit? Würde mich echt interessieren. Schreibt das mal runter in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann, ich lege den Löffel ab, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Da ist so eine Glocke, wenn ihr da drauf drückt, bekommt ihr immer eine Information, wenn wir hier ein neues Video hochladen. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit. Ich esse das jetzt, trotz allem, ist lecker.